Guten Tag, mein Name ist Peter Eckelmann, ich bin Product Marketing Manager bei MSC Vertriebs GmbH und ich möchte heute über unsere neuen Produkte aus dem Q7 Familienbereich sprechen. Es geht insbesondere um das Q7 Modul mit den Prozessoren der Embedded G-Serie von AMD. Dies ist das Produkt, das wir seit kurzem eingeführt haben. Es besteht aus dem Q7 Formfaktor 7x7 cm. Und es ist quadratisch, daher das Q im Namen Q7. Das Modul enthält einen Prozessor, entweder einen Dual-Core-Prozessor aus der Embedded-G-Serie oder einen Single-Core-Prozessor. Die beiden Prozessoren heißen T40E mit 1 GHz, das ist der Dual-Core-Prozessor, und die Single-Core-Variante ist T40R, ebenfalls mit 1 GHz getaktet und ähnlich stromsparend wie der T40E. Beide liegen im Bereich zwischen 5 und 6 Watt TDP, also maximale Verlustleistung. Und das gesamte Modul kommt dementsprechend auf ca. 7 bis 8 Watt in vollem Betrieb. Die gesamte Verlustleistung des Moduls ist also so gering, dass die Kühlung durchaus auch in passiver Form erfolgen kann, was ja im Bereich der Embedded-Anwendung ganz besonders beliebt ist. Neben der CPU befindet sich auf dem Modul auch noch der I.O. Controller Hub, ICH, der ein AMD A50M Chip ist. Dieser Chip verleiht dem Modul die Bandbreite an Schnittstellen, die insbesondere für die verschiedenen modernen Schnittstellen des Q7 Moduls notwendig sind, die auch alle von diesem Modul unterstützt werden. An Speicherausstattung finden sich auf dem Modul zum einen bis zu 4 GB an DRAM verlötet. Das ist hier zu sehen, und auf der Rückseite des Moduls sind dann auch nochmal Speicherchips verlötet. Und optional kann auf dem Modul ebenfalls eine Flashdisk verlötet sein, die per SATA angeschlossen ist, die also sehr schnell angesprochen werden kann und die dem ganzen Modul natürlich eine besondere Vielseitigkeit gibt, weil es im normalen Fall eigentlich gar keine externe Harddisk oder SSD oder ähnliches mehr geben muss. Daneben finden sich auf dem Modul dann die Besonderheiten, und das ist ganz insbesondere bei diesem Modul im Bereich der Grafik zu sehen. Da hat die Embedded-G-Serie von AMD ganz besondere Vorzüge dadurch, dass eine sehr hochleistungsfähige Grafik auf den Prozessorchip gebracht worden ist, weswegen man ja bei dem Baustein auch von einer integrierten Grafikkarte spricht. Die Leistung, die die Grafik bringt, ist so hoch, dass sie Full-HD-Auflösung sogar auf 2 Grafikkanälen gleichzeitig bringen können. Und zwar können die Inhalte dann auch vollkommen unterschiedlich sein. Also man spricht dann von Dual Independent Display. Das hätte zur Folge, dass man zum Beispiel die LVDS-Schnittstelle mit einem Grafikkanal belegen kann und den zweiten Grafikkanal über die HDMI-Schnittstelle, die optional auch DVI sein kann, herausführt und so, wie es im Hintergrund auch zu sehen ist, eine Full-HD-Auflösung darstellen kann. Zum Beispiel auch in dem Video, das hier jetzt in Echtzeit dekodiert und dargestellt wird. Und bei verschiedenen Anwendungen die enorme Leistungsfähigkeit der CPU darzustellen. Die Grafik, die auf dem Q7-Modul mit der AMD Embedded G-Serie zu finden ist, unterstützt wahlweise DisplayPort 1.1a oder HDMI 1.3. Das ist wählbar und es wird beides mit derselben Hardware unterstützt. Ein zweiter Grafikkanal ist, wie gesagt, LVDS, der in Dual-Kanal ausgeführt ist und der dann die Auflösung ebenfalls bis zu 1920x1200 ermöglicht, was wiederum Full HD darstellt. Die Grafik ist damit aber noch nicht erschöpfend beschrieben. Man muss auch sagen, dass Sie die Möglichkeit haben, mit diesen leistungsfähigen Grafik- und Recheneinheiten Full HD-Videos in Echtzeit darzustellen. Und das wird dem Modul ermöglicht durch die integrierte und enthaltene 2D- und 3D-Beschleunigungseinheit, die in Hardware-Videodekodierung bewirkt und die wiederum vollen DirectX-Support und OpenGL 4.0 erzeugt. Des Weiteren ist aber nicht nur die Grafikleistung bemerkenswert, sondern auch die Rechenleistung, die, wie gesagt, aus
einer 1 GHz CPU wahlweise mit Dual-Core oder mit Single-Core besteht und die auf der anderen Seite aber auch noch die Grafikeinheit, die mit im Chip enthalten ist, als Hintergrundbeschleunigungsrecheneinheit verwenden kann. Das ist in der Programmierung ganz besonders dadurch unterstützt, dass die OpenCL 1.1 Unterstützung da ist, die Accelerated Parallel Processing, APP, unterstützt. Und man spricht hier auch von GPU, was bedeutet General Purpose Graphics Processing Unit. Man kann also die Hardware-Einrichtungen des Grafikcontrollers als Hintergrundrechner, sozusagen als Turbolader für besonders rechenintensive, übrigens auch Floating-Point-Aufgaben verwenden. Und durch die Unterstützung von OpenCL wird die Programmierung des Ganzen so einfach wie die Programmierung zum Beispiel im C-Programm von der eigentlichen Aufgabenstellung. Das heißt, man muss als Anwender gar nicht die interne Struktur der Grafikeinheit kennen, um sie optimal ausnutzen zu können, sondern man verwendet die Bibliothek, die dafür zur Verfügung steht und kann von der enormen Rechenleistung, die dort im Hintergrund schlummert, sehr stark profitieren. Jetzt möchte ich genauer erläutern, was ich hier an Hardware als Demonstration zur Verfügung stellen kann. Das ist zum einen die Testplattform, Reference-Plattform von MSC Q7 MB RP, die aus einer ATX-formatigen Basisplatine besteht, auf die das Q7-Modul montiert wird. Zum Betrieb wird außerdem noch ein Heatspreader, hier sogar mit einem aufmontierten Kühlkörper, darauf gebracht. Und das Ganze ist von allen Seiten hier zugänglich, unterstützt dann aber auch diverse Test- und Prüfeinrichtungen, sodass man das Modul im Betrieb selbst untersuchen kann. Das ist von der Größe her selbstverständlich sinnvoll für Laborbetrieb. Für Anwendungen bietet MSC dann eine zusätzliche Plattform. Das ist dieses 3,5 Zoll formatige Board, Q7 MB EP4. 3,5 Zoll sagt man, weil das Format dieses Boards dem 3,5 Zoll Standard genügt. Und Sie sehen hier wiederum, dass das Q7-Modul ebenfalls mit dem Heatspreader montiert ist. Übrigens muss man sagen, auf der Rückseite des Boards, denn wenn ich das herumdrehe, dann schauen wir auf die Vorderseite. Da sind dann auch all die Anschlüsse, die man zum Betrieb belegen wird. Und man hat Zugriff zum Beispiel auf den LVDS-Ausgang oder auf die HDMI-Signale, die hier als DVI zugänglich sind. Und dann sehen wir hier natürlich auch noch die Schnittstellen USB, Netzwerkanschluss, SATA und diverse andere Schnittstellen, übrigens auch ein serieller Anschluss, sind auf dem Modul dann in der einen oder anderen Form verfügbar. Gespeist werden kann das Board übrigens von einer variablen Spannungsquelle zwischen 9 und 24 Volt. Auf dem Board sehen Sie dann auch noch Platz für Erweiterungskarten. Hier ist zum Beispiel eine Flashkarte bestückt im M-SATA-Format. Und des Weiteren wäre hier auch noch Platz für eine Mini-PCI-Express-Karte, die zum Beispiel periphere Erweiterungen oder aber eine Speichererweiterung enthalten kann. Was wir hier sehen, ist die Darstellung eines Full-HD-Videos im Format 1920x1080, das flächig auf diesem externen Bildschirm dargestellt wird. Das kommt aus der HDMI-Schnittstelle des Moduls, die hier bloß dann dem Stecker zugänglich gemacht wird. Und im laufenden Betrieb wäre es durchaus auch möglich, sogar ein zweites Video parallel darzustellen, das ebenfalls von der Hardware-Decoder-Einrichtung auf dem Prozessorchip geliefert werden könnte. Daraus ergibt sich zwangsläufig, dass ein Hauptanwendungsgebiet für dieses Q7-Modul mit der AMD Embedded G-Serie sicherlich im Bereich der displaylastigen Anwendungen wäre. Man kann da denken zum Beispiel an Digital Signage, also an Informationsdisplays, Werbedisplays,
Informationstafeln oder was man so in Neudeutsch auch mit Point of Information umschreibt, insgesamt größere oder auch ganz große Displays, womit man dann die optimale Ausnutzung der Grafikfähigkeiten des Moduls unterstützen kann. Andere Anwendungen sind durchaus zu sehen im medizinischen Bereich. Insbesondere könnte man dort dann die Hintergrundrechnerkapazität des OpenCL und der Rechenfähigkeit der Grafikeinheit ausnutzen, indem man zum Beispiel ein Tomografiebild und Ähnliches im Hintergrund durch die Hardwareeinrichtung der Grafik berechnen lässt und dann aber auch gleich durch die enorme Grafikfähigkeit des Moduls darstellt auf ein oder auch sogar auf zwei Bildschirmen gleichzeitig. Allgemein kann man sagen, dass das Q7-Modul mit den Prozessoren der Embedded G-Serie von AMD sicherlich für jede Art von displaylastigen Anwendungen gut geeignet ist. Medizinische Anwendungen hatten wir auch schon gehört, aber ganz generell handelt es sich um ein sehr universell einsetzbares Rechenmodul, natürlich mit besonders guten grafischen Anzeigefähigkeiten, das sich dann aber auch in industriellen Anwendungen gleich welcher Art universell und sehr gut einsetzen lässt. Wenn man sich vor Augen hält, dass Q7 ja ein sehr kompakter Formfaktor ist mit 7x7 cm und wenn man auch betrachtet, dass die Realisierung auf einem solchen Basisboard sicherlich noch nicht das Ende der Fahnenstange darstellt. Ganz im Gegenteil, es gibt Realisierungen von Basisboards, die knapp die Hälfte dieses 3,5 Zoll Boards ausmachen. Dann kann man sehen, dass man in sehr, sehr kompakte Anwendungen hineinkommen kann. Und wenn man auch sieht, dass man das Modul in passiver Weise nicht sehr gut kühlen muss, dann ergibt sich daraus, dass also auch sehr kleine bis hin zu transportable, also tragbare Anwendungen mit diesem Q7-Modul sehr gut realisiert werden können.